Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Gran Turismo Sportfans. Die Manufacturer Series geht endlich weiter. Saison 2020-21. Ja, Runde Nummer 1. Herzlich willkommen in Kroatien. Track and Trail heißt es hier heute, über 23 Runden. Wow. Das wird ein sehr langes und anstrengendes Rennen, da bin ich mir sicher. Ja, ich starte hier leider nur vom P13. Bisschen enttäuschend, aber ich habe mir nach dem freien Training eigentlich gar keine so großen Chancen ausgemalt hier. Ich hoffe, dass ich zumindest noch in die Top 10 schaffe. Aber wir schauen mal. Wir haben hier zweifachen Treibstoffverbrauch, sechsfachen Reifenverschleiß. Die mittlere und harte Mischung müssen wir je einmal gefahren haben. Ja, da ich relativ weit hinten liege. Ich starte jetzt einfach mal mit dem mittleren. Mit den harten wollte ich jetzt nicht losfahren, weil ich damit auch gar nicht gefahren bin im freien Training. Schauen wir einfach mal, was hier passiert beim Saisonauftakt hier in Kroatien. Ja, die Sommerpause ist zu Ende, die Manufacturer Series geht weiter. Das Warten hat ein Ende. Gruppe 3 Rennen geht's hier los. Runde Nummer 1. Wie schon erwähnt, Track and Trail Küste in Kroatien. Ja, ich bin sehr gespannt, was hier gleich los sein wird im Track and Trail. Auf der Pole Position ein deutscher Fahrer in einem Ferrari Italia. Auf der 2 ein deutscher Fahrer im Mercedes AMG GT3. Auf der 3 ein Spanier im Audi A8 Le Mans. Auf der 4 ein deutscher Fahrer, ebenfalls im Mercedes. Auf der 5 ein Engländer im BMW M6 GT3. Auf der 6 ein Franzose im Renault RS 01 GT3. Auf der 7 ein Holländer im Honda NSX. Auf der 8 ein Russe im Porsche 911 RSR. Auf der 9 ein Italiener im Alfa Romeo 4C. Auf der 10 ein Franzose im VW Beetle. Auf der 11 ein Engländer im Porsche. Auf der 12 ein Italiener ebenfalls im Porsche. Und auf der 13 komme ich im Ford GT. Auf der 14 ein Franzose im Toyota Supra. Auf der 15 ein Fahrer aus Südafrika im Aston Martin. Auf der 16 noch ein Fahrer aus Südafrika im Peugeot RCZ. Auf der 17 ein Franzose in einem Nissan GTR. Auf der 18 ein Spanier im Nissan GTR. Ja, richtig klasse Lackierung. Auf der 19 ein Franzose im VW Beetle. Und auf der 20 haben wir noch einen Fahrer aus Slowenien ebenfalls in einem Nissan GTR. Ja Leute, das war die Startaufstellung. Gibt noch eine kleine Änderung hier in meinem Setup. Ich habe jetzt seit dieser Saison beschlossen, ich fahre in dieser Ansicht mit dem Rückspiegel oben. Kamera hier ganz unten rechts. Bin ich ja bisher so nicht gefahren. Aber ja, ich fand es mal an der Zeit, ein bisschen was zu ändern, wenn es auch nicht viel ist. Aber jetzt geht es erstmal los. Track and Trail. Oh, hier ist eng. Kommt man gar nicht durch. Das war er hier, glaube ich, der mich von hinten getroffen hat. Kann ich ja noch froh sein, dass ich keine Strafe bekommen habe. Oh, da ist noch einer neben mir. Der hat schon das erste Mal gekracht. Ja, vielen Dank.
Das war der grüne Kollege, ich weiß nicht mehr, was das für ein Auto war, aber es hat mich jetzt wertvolle Plätze gekostet. Das gleich in der ersten Runde. Nicht gut, nicht gut. Da freue ich mich schon drauf, 23 Mal durch diese Schikane zu fahren. Ja, ich habe den Renault kommen sehen, aber zu spät, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall konnte ich ihn wieder überholen. Also ich muss mich erst noch dran gewöhnen, da oben in den Rückspiegel zu gucken. Ups. Ich war das ansonsten immer gewohnt, hier die nach unten Taste zu drücken. Ich versuche mir das jetzt auch ein bisschen abzugewöhnen. Was mir aufgefallen ist, bei dem Rückspiegel oben sieht es tatsächlich so aus, als wäre der Fahrer hinter mir weiter weg. Aber in Wirklichkeit ist er eigentlich schon sehr nah dran. Aber okay, das ist nur am Rande erwähnt. Ja, es war auf jeden Fall schon mal eine heikle und interessante erste Runde. War viel los. Das war ein GTA, wenn ich es richtig gesehen habe. Das müsste der Slowene gewesen sein. Oh, da ist nochmal ein GTA ganz weit rausgekommen. Das war knapp für beide Seiten. So, jetzt ist es aber eng hier. Ja, das habe ich kommen sehen, dass der mich reinfährt. Wieso gibt der Toyota mehr Lichthupe? Verstehe ich nicht. Das war eigentlich der GTA, der mich reingefahren ist. Oder der eben direkt hinter mir war. Ab Zeitpunkt X muss man einfach anbremsen, weil sonst landet man selber in der Leitplanke. Er fährt hier auch mit Messer zwischen den Zehen, habe ich das Gefühl. Ein bisschen aufpassen. Hier ist, glaube ich, der grüne A, ein Alfa Romeo war das, der mich da ein bisschen abgedrängt hat vorhin in Runde 1. Boah, kam denn der her? Ich habe mich hier auf die 2 konzentriert. Da kam plötzlich noch einer von hinten. Oh no! Oh shit! Nein, das darf nicht wahr sein. Es ist
bis zu diesem Punkt wieder so gut gelaufen. Oh, und jetzt bin ich ja 19, ich fasse es nicht. War aber mein eigener Fehler. Ich habe leider den richtigen Zeitpunkt zum Anbremsen einfach verpasst. Kann es nicht anders sagen. Ich war so abgelenkt von den zwei Fahrern. Vorne und neben mir und hinter mir war ja auch noch einer. Naja, schauen wir mal. Das ist ein langes Rennen, vielleicht komme ich noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Die Reifen lassen jetzt schon nach, das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube eh nicht, dass wir hier mit einem Stopp zurechtkommen werden. Ich glaube es nicht. Ja, P17 im Moment. Wir kommen in Runde 5. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich habe ihn ja nicht. Ich habe ihn nicht mal abgedrängt, gar nichts. Mal ein bisschen berührt und schon kriegt man hier eine Sekunde. Aufgebrummt, das ist doch. Unfassbar. Dreht sich einer. Das war der Renault RS01. Ja, hinter mir der Honda NSX. Nur 3/10 Rückstand. Aufpassen, dass er mir nicht reinfährt, unglaublich. Unfassbar. Wieder Platz verloren dadurch. Lust, dass der mich trifft. War ich unbeteiligt und jetzt werde ich hier schön abgebremst. Naja, ändert an meiner Position zum Glück nichts. Außer, dass ich natürlich Zeit auf die Fahrer nach vorne verliere. Ja, wie immer bin ich gespannt, wann die ersten Boxenstopps stattfinden. Naja, ich merke, wie die Reifen nachlassen, und zwar gewaltig. Oh, eine gelbe Flagge. Schaut wieder weg. Zwei sind sich auch gar nicht einig. Ferrari kommt zur Box. Ich frage mich gerade, ob das der Ferrari ist, der von Pole gestartet ist. Ich glaube, es war nur ein Ferrari dabei. Dass der so weit zurückgefallen ist, auch krass. Ja, P15 im Moment, Runde Nummer 7.
der Alpha sein. Ja, den vergesse ich so schnell nicht mehr. Ja, vor mir der VW Beetle auf der 13, meine ursprüngliche Startposition. Ja, ich wollte ihn eigentlich überholen, aber der wusste selber nicht so recht, ob er links oder rechts fahren will. Ich habe keine Lust nochmal auf eine Strafe. Gelbe Flagge schon wieder. Oh, da hat sich ein 911 RSR gedreht. Das war der Russe. Der Nachteil an dieser Ansicht hier ist, dass ich nicht sehe, wo die Kurven kommen oder wann sie kommen. Wenn man so dicht hinter einem fährt, sieht man gar nichts mehr. Habe ich jetzt auch vor der Schikane ein bisschen langsamer gemacht. Ja, aber hier komme ich auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, der fährt zur Box. Auf weich ist er gefahren, 8 Runden lang. Wahnsinn. Mal gucken, ich bin jetzt P11, habe knapp 5 Sekunden Vorsprung und über 3 Sekunden Rückstand auf den 10 Platzierten vor mir. Ja, mal sehen, ob ich jetzt auch reinkomme oder noch ein bisschen weiter fahre. Aber eigentlich sind die Reifen fertig. Auch an meiner letzten Rundenzeit, aber da musste ich ja mit Absicht ein bisschen langsamer machen hinter dem Beetle. Oh, der Führende kommt rein, der war auch auf weich unterwegs. Ja, ich glaube, ich komme rein, alles andere wäre zu hohes Risiko. Ja, wir nehmen jetzt auf jeden Fall die Harpen für den mittleren langen Stint. Vielleicht ist auch noch mal ein bisschen tanken. Ja, so viel brauche ich gar nicht. Aber sicher ist sicher.
mein Freund der Beagle wieder. Jetzt bin ich auf P14 zurückgefallen. Als Elfter bin ich zur Box. Erstmal an die harte Mischung gewöhnt. Der mich nämlich gar nicht gefahren, wie schon erwähnt. Gedacht, dass in der Schikane irgendwas war. Runde Nummer 11. Ich habe jetzt hier die Tür mal ganz frech zugemacht. Oben im Rückspiegel habe ich gerade gedacht, der fährt mir jetzt gleich rein. Aber dann hätte er wahrscheinlich eine Strafe bekommen. Was ich für die folgenden Rennen, glaube ich, mal einstellen werde, ist das Force Feedback ein bisschen schwächer zu machen. Ich merke irgendwie jetzt schon, es geht brutal auf die Handgelenke heute. Oh no! Ich wusste ja, dass es irgendwann passieren wird. Ah, einmal nicht aufgepasst. Zwei Plätze verloren. Das heißt, ich muss den Beetle irgendwann wieder überholen. Oh Mann. Von hinten klopft schon der Honda an. Der Renault vor mir hat noch eine Strafe von einer Sekunde. Das hätte jetzt nicht müssen sein. Reifen macht definitiv keinen Spaß zu fahren. So viel habe ich schon rausgefunden. Sauber durchzukommen. Ja, ich habe doch Platz gelassen, ey. Und ich krieg die schlechte Wertung. Das ist doch echt wieder.
etwas, was ich nicht verstehe, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, schwieriger Saisonauftakt hier in Kroatien. Ja, ziemlich eng hier. Sind die vier Fahrer vor mir ziemlich eng aufeinander. Sind wir hier lieber mal ein bisschen vorsichtig. Also in der Schikane meine ich. So, da haben wir den Beetle wieder. Das wird heute auch ein ewiger Kampf mit dem Kollegen hier aus Frankreich. Ja, alles gut gegangen bis jetzt. Ja, jetzt kommt der Aston Martin, das ist glaube ich hinter mir mit ganz großen Schritten. Ist schon vorbei an mir. Ah, noch nicht ganz. Der Beetle ist neben der Strecke gelandet. Puh, jetzt habe ich aber auch Glück gehabt. Großes Glück. Muss man auch mal haben. Jetzt habe ich nämlich den Beetle und den Aston Martin in einem Schritt abgehängt. Und somit wieder auf P11. Und da ist ein GTR im Grünen unterwegs. Ja Leute, Runde Nummer 15. P11. Jetzt habe ich erst mal drei Sekunden, knappe 3 Sekunden Vorsprung. Ich hoffe nur, dass die Reifen durchhalten. 8 Runden noch, wow, könnte eng werden. Da kommt er weit raus, der Nissan. Boah. Doch wieder die Wand gestriffen hier.
Ja, man hat hier alle Hände voll zu tun. Die Strecke verlangt noch einiges von einem ab. Ja, immer noch 5 Sekunden Vorsprung zum 12-Platzierten. Der Nissan haut jetzt ein kleines bisschen ab da vorne, aber noch sehe ich ihn. Gespannt, ob der noch zur Box kommt. Oh, jetzt hat er eine halbe Sekunde bekommen, weil er die Wand wohl berührt hat. Könnte ich mir vorstellen. Ja, trotzdem hat er noch über eine Sekunde Vorsprung. Runde 17. Jetzt wird er abgebremst, aber bringt mir leider nicht so viel. Ich komme zwar ein Stück näher ran dadurch. Ja, halbe Sekunde. Ganz kurz gelb gehabt, das war der Neunplatzierte hier, der VW. Ich weiß gar nicht, was mit dem Beetle los war. Ah, abgefahrene Reifen, der kommt jetzt nämlich rein. Ich bin immer so nah dran, komme aber nicht vorbei. Zu weit übers Körb gerutscht. Ja, da kommt noch mal einer zur Box, der Audi R8. Wechselt jetzt wahrscheinlich auf die Harten. Auf dem mittleren bis jetzt hier unterwegs gewesen. Ja, jetzt hat er wieder seine gute Sekunde Vorsprung, der Nissan. Macht er gut, er ist ein paar Mal wirklich weit rausgerutscht. Aber ich war dann irgendwie nie clever genug, um das auszunutzen.
kommt noch ein Supra rein. Somit müsste ich noch einen Platz vorkommen. Ja, bin jetzt im Moment mal P9. Wir kommen in Runde 19. Aber der ist da vorne schon wieder raus, sehe ich. Auf der 8 geblieben. Gefährlich. Ja, man merkt schon, wie die Reifen so langsam aber sicher in die Knie gehen. Muss mal sehen, ich habe jetzt nur 8 Sekunden Vorsprung. Je nachdem, wie sich dieser Vorsprung entwickelt, entscheide ich selber, ob ich dann mal zur Box kommen oder nicht. Der Audi A8 kommt gerade noch mal rein, der sich in der Runde eher die Harten geholt hat. Seltsam. Ja, jetzt hat er gerade eben Barzer 2 Sekunden, 1,6, 1,5 Sekunden, der Nissan Vorsprung vor mir. Rein. Ist jetzt virtuell mal hinter mir, aber ja, bleibt doch hinter mir. Ja, somit P9, 6 Sekunden Vorsprung. Ja, Runde 20, Leute, Wahnsinn. Wir fahren ja schon 33 Minuten. Auftaktrennen will ganz schön wissen, was Sache ist. Führer, der kommt auch nochmal zur Box. Mercedes AMG. Sehr langsam machen, sonst hätte ich die Schikane womöglich nicht bekommen. Blöd. Spannend auch, mir tut der linke Fuß weh vom Bremsen, vom Betätigen des Bremspedals. Bin es nicht mehr gewohnt, so lange zu fahren. Runde Nummer 21. Also ich glaube nicht, dass ich den Nissan noch aus eigener Kraft kriege. Wie gesagt, bisher aufpassen auf meine Reifen. Oder besser gesagt, mit den abgefahrenen Reifen muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwo noch einen Abflug mache. Aber ja, auf der 1 ist ein Deutscher im Mercedes. Auf der 2 ein BMW. Und auf der 3 noch ein Mercedes. Kleinen Fehler gehabt. Oh, und ich dachte, ich wäre langsam durch die Schikane, aber
Okay, da war er jetzt wieder schneller. Obwohl er außen war, hat er mich da wieder überholt. Ja, Runde 22. Schwer gerutscht und er kam extrem schnell in die Strecke. Und hinter mir kommt noch ein 911 RSR. Mit nur einer Sekunde Abstand. Ein guter Fahrer hier, der Mann im Nissan, denke ich jetzt mal. Oh, da hat sie ihn erwischt, aber voll. Ja, ich hätte ihn gern über ein normales Manöver überholt, aber okay. P7. Ja, vor mir habe ich jetzt auch nochmal einen Porsche 911. Hinter mir noch ein Nissan GTR, das ist der von gerade eben. Der Franzose. Und wir sind endlich in der letzten Runde. Wahnsinn. Jetzt noch mal konzentrieren auf den abgefahrenen Reifen. Das Gute ist, dass ich jetzt fast 4 Sekunden Vorsprung habe. Kann man doch etwas entspannter in die letzte Runde. Voll weggerutscht. So, hier werde ich jetzt mal ordentlich bremsen. Nicht, dass ich hier noch einen Scheiß baue. Ja, Leute, Start und Ziel, 7. Platz. Wow, Wahnsinn, Wahnsinn. Körperlich sehr anstrengend. Aber ich freue mich natürlich riesig über so einen tollen Platz beim Saisonauftakt. Habe ich nach den ersten 2-3 Runden noch nicht gedacht. Es lief ja alles andere als toll. Aber ich freue mich. P7, Ford GT, Dragon Trail Küste. Ja, Leute, 7. Platz geworden, von 13 gestartet. 6 Plätze verbessert. 30 Punkte ist es nicht gerade viel, weil meine Fahrerwertung einfach etwas gelitten hat in der Sommerpause. Näheres dazu erzähle ich nicht, nein. Aber nein, ich freue mich wirklich über den 7. Platz. Habe ich mir nicht ausgemalt. Nach dem bescheidenen freien Training, Qualifying war auch nicht so super. Aber deswegen freue ich mich hier umso mehr. Hat auch Spaß gemacht, gegen den Nissan noch ein bisschen zu kämpfen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Ist ein sehr langes Video geworden. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen. Ich weiß gerade aktuell gar nicht, wo wir sind. Weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Zumindest weiß ich es nicht auswendig.
Darum schauen wir mal eben noch ganz kurz nach. Ja, klasse. Es geht nächste Woche Samstag nach Monza, nach Italien. Gruppe 4 Rennen, da bin ich wieder mit dem Ford Mustang unterwegs. Mich würde es freuen, wenn ihr wieder reinschaut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr das Ganze natürlich sehr gerne abonnieren. Und gefällt mir da, lasst einen Kommentar schreiben. Bis dahin, viel Spaß mit Zocken, Leute. Bleibt weiterhin gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.